Die Strecke führt im Osttiroler Gaintal Richtung Untertiliach und dann wieder zurück. Der klassische Langlauf erlebt in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung. Schon nach wenigen Kilometern kann sich eine Spitzengruppe mit erfahrenen Klassik-Langläufern, vor allem aus Tschechien, Österreich und Skandinavien, absetzen. Und überraschenderweise diktieren die Österreicher das Tempo. Christian Baldauf mit der Nummer 49, daneben Thomas Steurer und dahinter Martin Sutter. Im Kampf um Platz 2 setzt sich der Österreicher Thomas Steurer aus Vils in Tirol gegen den Tschechen Viktor Novotný knapp durch. Der Rajak, der hat letzte Woche beim Marathon Cup in Liberec, ist der Dritte geworden und ich war 31. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Okay, letzte Woche war nicht perfekt, das ist für mich nicht perfekt gelaufen. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, Rajak ist eine große Nummer im Weltcup vom Marathon. Der war zum Beispiel in Brückebeuern hat er gewonnen. Und ich bei meinem besten Game schon 10. beim Wasserlaufen. Und er ist ein bisschen besser wie ich. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, da hinten war eine Steigung, da hat er mir an der gleichen Stelle attackiert wie letztes Jahr. Da habe ich halt wieder die 10, 15 Meter verloren und die machst du gegen den Rettschach nicht mehr zu. Die Aussichten für den ersten Tag beim Corsalauf und damit den Start für die Klassiker waren ja eher trüb. Etwa 350 Starter gehen am ersten Tag in die Loipe, um die 20 Kilometer bzw. 30 Kilometer lange Strecke zu absolvieren. Gerade aber vor diesem Hintergrund geht es dann letztendlich beim Zieleinlauf der 30 Kilometer Herren sehr knapp zu. Mit gerade 2 Sekunden Vorsprung gewinnt Thomas Steurer vor Christian Baldauf. Dritter wird Martin Sutter. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen müde, weil es doch ein hartes Rennen war. Wir sind vom Anfang weggelaufen und natürlich die ganze Zeit immer 30 Kilometer immer auf dem Drucker gewesen und zum Schluss halt noch das Zielsprint. Also jetzt bin ich schon ein bisschen müde. Al mattino di sabato 19 febbraio ha visto disputarsi anche la Casinese in tecnica classica, senza classificato secondo l'austriaco Thomas Steurer, con al terzo posto il tedesco Benjamin Stein. Perfect day, great positions, and I'm sure it's going to be an excellent race. The first sprint in the Koenig Ludwig Lauf came after only 4.5 points on offer. Getting close to the first sprint.